Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Chaos-Ossis. Ja, es ist schon eine Weile her. Das letzte Mal habt ihr erlebt, wie ich mich durch Wladimir Lems Bude mich gedroschen habe. Und jetzt bin ich mittlerweile bei Vinnie Cognitti angekommen und versuche diesen Mistkerl zu retten. Bis Captain Baseball Bad Boy nennt man ihn auch. Und ja, hoffentlich gelingt mir das. Mal schauen. Vor kurzem prangten überall in der Stadt Jubelzeichen. Jetzt konzentrierten sie sich auf die üblen Stadtviertel. Das Grab des Monsters. Lala. Oh. Unglaublich dicke Wand. Also, wenn hier auf der anderen Seite Geräusche gekommen wären, die hätten das hier gehört im Flur. Glaubt ihr, ihr kommt hier rein? Glaubt ihr das? Hä? Falsch gedacht! Ihr verschissenen Arschlöcher! Falsch gedacht! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch, ich leb noch! Oh Gott! Ein Sprung ins Ungewisse. Aber das kann man wirklich wörtlich nehmen. Gott, ey. Oh, naja, Versuch. Damit, ey. Kann ich nicht? Nee, kann ich nicht. Im ganzen Viertel tobt ein Bandenkrieg zwischen Vlads Männern und Vladis Gangstern. Ich bin bestimmt total verschwitzt. Okay. Total verschwitzt, ja. Und noch ein bisschen blutig. Oh, auf Klo muss ich auch noch mal schnell. Gut, okay. Ach, verdammt, hier kann man nichts machen. Schade. Ich glaube, ich muss weiter hoch. Hä? Wer ist der Mann, der nichts zu verlieren hat? Dick Justice. Allein wegen der Einsamkeit der Nacht wird Dick Justice einem knallharten, fahnenflüchtigen Cop der Mord an seiner Frau angehängt. Er ist in der kriminellen Unterwelt im dunklen Herzen der Stadt auf der Suche nach Vergeltung. Es ist kein Suizid, aber ich schaue mir lieber Mr. Justice hier an als deinen leeren Arsch. Die Nacht war schwarz wie der Tod. Hier fühlte ich mich zu Hause. Drogendealende Mörder in teuren Anzügen krochen um mich herum aus der Versenkung. Die einzigen Anzüge, die sie nach heute Nacht tragen würden, waren Leichenhemden. Es ist Dick Justice! Schnappt ihn! Schnappt den verdammten Kopf! Dein Prozess findet in der Leichenhalle statt. Mein Gesicht war wie eine Maske aus Stein. Ich war die personifizierte Rache. Das haben Sie gut recherchiert, das hier. Warst du mal da draußen? Sicher ist es eine Wiederholung. Das habe ich schon gesehen. Winnies Gebrauchtwagen haben wir bei ein Stück voraus. Ich musste einen Weg auf die Straße finden. Mann, Mann, Mann. Da guckt man einmal Dick Justice und schon eskaliert das ja alles. Diese rohe Gewalt ist überhaupt nicht gut.
Erstmal speichern. Sicher ist sicher. Wer ist der Mann der Männer? Richtig. Dick Justice. Geht's da lang? Da lang. Da lang, da lang, da lang. Nee, falsche Richtung. Okay. Also muss ich nach unten. Oh ja, in den guten alten Zeiten. Also noch wie? Ich konnte mal besser zählen früher. Schon lange her. Okay, nee, 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 ich muss da unten weiter. Alles klar. Ja, ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Da runter, genau. Nee, bin ich falsch. Ach, komm schon, warum kann ich jetzt schon wieder nicht laufen? Das ist doch schade. Denn bitte schön lang. Noch hier draußen oder wie? Kurz anhalten und weiter geht's. Nein, komm schon. Was ist denn mit der Tastatur los? Ich kann schon wieder nichts machen, Leute. Ich bin nicht in Ordnung. Okay, ich muss das jetzt mal etwas verkürzen. Scheiße! Echt jetzt? Ich kann nicht sterben. Normalerweise würde ich sagen, Bug sei Dank, aber das ist irgendwie doof. Ja, ihr seht, Leute, ich kann nichts machen. Ich kann zwar mit Granaten werfen und kann aber nicht springen. Das ist nicht gut. Ich werde das jetzt einfach mal beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann darf ich nochmal alles von vorne machen. Juhu, zumindest da, wo ich gespeichert habe. Also sage ich einfach mal, bis dahin, ciao.